Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Thüringen. Wir werden jetzt weitermachen. Wir fahren mal LKW immer zum Förderband, damit wir die weiter Silage nebenbei noch verkaufen können. Und dann werde ich die neuen Geräte, die wir gerade gekauft haben, alle zum Hof fahren. Der erste schon in der Nähe vom Pannenhof, ne? Das neue Holland Drescher mit Schneidwerk. Und aber ja, mal sehen, wann die Lage wieder befüllt wird. Muss ja auch noch ein bisschen haben wir noch und das muss noch alles weg. Natürlich schlecht. Der Schneemittel. Na gut, das ist aber halt so, ne? So. Motor starten, ne? Ja, wenn er nicht so aufwendig wäre, würde ich sagen, okay. Wir machen das. Zack. Auch nicht schlecht. Aber der Schnee ist weg. Ja, wir haben heute Regen, aber der meldet ja heute Nacht wieder Schnee. Müsste gleich die Silage kommen. Jetzt kann man schön sehen, wie weit der Aktionsradius ist von der vom Förderband. Das ist ja extrem, ne? Nimmt ihr erst die Silage weg und dann nachher später die. Quatsch, die Schnee. Jetzt. Die Silage geht auch weg. Wahnsinn, was da auch weggeht hier. Ein Riesenbereich. Den er abräumt. Der LKW voller Schnee, war. Jetzt kommt die Lage. Mal kurz gucken hier. 8000 Schnee. Lahm mal kurz ab. Wieso nicht? Will doch keine 8000 Schnee haben. Sind nur Wasser. Schneeberg gemacht. So. So, muss ich den Rest dann nehmen von da vorne. Mit umbauen. So, möge das jetzt der Rest an der Silage sein, ne? Dieser Haufen noch, dann der Haufen noch und dann haben wir es mal, ich will nicht sagen geschafft, aber das ist schon mal ja, das ist ungünstig, ne? Aber da gibt es einen Trick, dann kippt man da vorne ab beim Förderband. Wenn das geht. Weil
war dann irgendwie wegen 4000 hoch. So ein Wetter waren wir gewöhnt hier. Die garantiert nicht. Doch, es geht. Gut, dann werden wir eine Runde drehen und dann die Lage aufnehmen. Aber er hat fleißig genommen, also riesige Einzugsbereiche auf der Förderbahn. Das kann man nicht meckern. Also da ist auch Schnee drin am Förderbahn, das ist auch ein Shit. Ist aber BGH egal. Wenn wir Glück haben, brauchen wir nicht auskippen. Wir haben ein Schwein nicht. Doch, wir haben Schweine. Ja, auch im Lindeshund hat man Korn, ne? Wie heißt das schön, ne? Ja, das ist unser Drescher neu, ne? Neu. Alles neu. Die wissen jetzt farblich unterschieden, ne? Und vor allen Dingen andere Marke, man weiß, wo er unterwegs ist, ne? Da steht mit CR 1098, da wissen wir, aha, ist der und der. Und ansonsten haben wir drei, vier gleiche gehabt. Und jetzt haben wir noch ein, zwei Hänger fürs Abfahren der Ernte und dann haben wir es. Also wir haben einen Ladewagen für Gras, das haben wir. Eine Ballenpresse muss man noch besorgen, ne? Aber das können wir immer besorgen. Ein bisschen verdient tun wir noch mit Holz. Ein bisschen kommt dann auch rein über die BGH. Also das sollte an sich kein Problem sein. Und wir werden mal schauen im Frühjahr, ob wir ein großes Feld uns gönnen, ne? Ja, pumpen, ne? Das möchte eigentlich mit drin sein normalerweise. Dass wir ein bisschen wachsen, investieren wir ein bisschen was, ne? So, Scotty, beam mich rüber. Der nächste darf gefahren werden zum Hof. Upsala. Kante, das war ungünstig zum Radfahren. Das ist echt ungünstig. Der grüne geht noch, aber der andere ist ungünstig. Wieder ein bisschen rangieren daher. So. Vollgas, Junge, Vollgas. Ja, später Winter, Frühling kommt morgen. Da wir nur auf 3 Tage spielen, ne, ist das schon nicht schlecht. Wir haben entsprechend dadurch. Wir schaffen mehr in der Zeit. Ne? Wir haben die ersten 2 Kälber. Das ist auch neu. Unsere weibliche Tiere vor allen Dingen, ganz wichtig. Unser Kuhbestand wird nun steigen. Die männlichen Tiere werden nun bald verkauft. Da warte ich ab bis im Frühjahr, wenn der Schnee weg ist. Ne? Wir werden im Frühjahr so schnell nicht keine Felder bestellen können. Ne? Da werde ich die 150 Tiere verkaufen. Und dann schaue ich mal, wenn wir männliche Tiere kriegen, dass wir dann umstallen, ne? Mit ein paar kommen jetzt nach und nach. Jetzt kommen die im Prinzip, ne, immer ja, Stück für Stück, kann man sagen, ne?
nicht jeden Tag, aber jeden zweiten, dritten, was ja einer Jahreszeit entsprechen würde, ne? Oh, schon weiß geworden hier, also eine kleine Senke, das weiß. Ja, aber ein Grad taugt nicht hier weg, ne? Also da der Boden immer noch frostig ist, ne? Kalt. Ja. Aber wir kommen voran, also das ist immer richtig so zu sehen, also. Mal schauen, was für eine Anhänger wir kaufen hier für die Getreidetransport und so. Oh, schöne Verwebung haben wir hier. So. Fällt auch wieder Schnee drauf. Na ja, gut, das ist jetzt ungünstig, ne? Nächste Silo werden wir gerade erst aufmachen. Aber der meldet morgen immer noch Schnee. Ja. Müssen wir mal schauen. Gleiches wie von vorne. Müssen wir das Förderband umstellen? Da wird nicht viel kommen. Dann müssen wir ganz kurz aufnehmen. Motor starten natürlich. Müssen das hier loswerden irgendwie. Also beides da, Schnee und Silage, ne? Und jetzt kippt ja nichts ab, weil Silage da ist. Ja, also auch so blöd, sag ich dir. Das ist auch blöd. Das muss ich auch noch wegkriegen hier, die Ecke hier. Aber das schaffen wir auch noch. Wir haben es geschafft. Das andere Silo werden wir nicht aufmachen. Gibt da auch Silos mit Dach, ne? Da wäre das sinnvoll. So, das können wir so rangehen. Dicht dran wie möglich. Dann nehmen wir das andere hier. Motor starten, Junge. Motor starten, logisch. So, dürfte passen. Nur die Ladung hier loswerden, ne? Ist ja fast leer. Voll. Also fast. Einmal fahren wir noch, haben wir geschafft. Jo, so ist das nicht. Schön Schneehaufen hier. Also meiste Geld bringen die Kühe ein, wenn du die Gülle verkaufst. Aber leider ist das so.
dass der Mist nicht angezeigt wird. Ne? Aber gut. Ist halt nicht anders, ne? Der Anhänger schlingert hier im Schnee. Ich bin gespannt, ob er jetzt wie viel an Schnee jetzt kommt um die Ansilage. Die Lage drauf. Nee. Eine schwierige Geburt hier. Rückwärts, Junge, rückwärts. Dreh durch. Allrad. Letzte Möglichkeit, ne? Ja. Wieder Schnee drauf. Aber anders geht es nicht. Also irgendwann die Lage. Aber wann? Schnee war nicht die Absicht dabei. Aber ich hoffe, dass der Rest auch noch geht. Und Silage vor allen Dingen. Jetzt geht Silage. Mal sehen, ob er das annimmt. Oder abkippen müssen vorher. Da wäre nämlich schön, wenn es noch gehen würde, ne? Denn im Grunde. Da kann man auch gerne mit dem Schnee oder BGH, ne?
Ja, 10.000 Schnee. Wer zahlt mehr? Ich fahre in der Wüste. Ach, hier von dem ganzen Nachbar-BGH geholt. Von dem ganzen Nachbar-BGH. Wahnsinn. Die ganze Ecke. Ja, da müsste die Landschaft weggehen normalerweise komplett. Sollte reichen. Und dann sind auch leer, haben es geschafft. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal Tschüss und Winke-Winke. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge bzw. zum Morgen auch wieder mal reinschaut. Ne? Einfach mal so ein, zwei Minuten oder drei. Und nur auf den aktuellen Stand zu bleiben. Ne? Dann sagt man hier auch wieder Tschüss und Winke-Winke. Normal, ne? Wiederholen Sie, gibt doch alles gar nicht. Tschüss.